Nationun as er sech een van net de wichtigste Moment am polische Liwen he zu Lützeburg. Am dëst Joer mengglich ass déi Deklaratioun nach vill méi wichtig gewiecht, well man mitten an enger Pandemie sinn, wie sie mitten an enger Wirtschaftskris, a ganz viel Leiit opbausen, merken se Suegen, stellen sich froe. An hunn also dëst Joer Herr Premier ganz besonders op Herr Riet gewährt mat Spannung, an ich muss ich soen, es sinn net enttäuscht iwwer. Er riet, weil ich mir nicht ganz viel erwartet hat, an die Hut leider meine Erwartungen erfüllt. Werde ich eigentlich schuld fanden, Herr Premier? Werde ich eigentlich schuld fanden, weil ich weiß, dass die Schüler, die kennt mich. Die kennt mich, und ich freue mich heute, wie wird er da nicht mehr bringt. Die Hut ob ganz viele Sujeten sie da ein bisschen ergangen. Ob Einzelner nicht ganz viele, ich will nicht alle guten die abzählen, ob die da nicht agieren sind, weil das gibt meine Zeit zu viel an Ausspruch. Ich will aber just auf einen Punkt ganz kurz sagen, weil ich auch eher Sensibilität als frühere Bürgermeister von der Stadt Lützeburg kenne. Wir haben an diesem Land, an Einzelvierredner, haben da doch schon an ihren Interventionen gesagt, am Moment, ein ganz seriöses Problem am Niveau von der Sicherheit. An der Sicherheit da ganz viele Gemengen, an hier sitzen eine Reihe von Bürgermeistern, sind für ein paar Wochen sind eine ganze Reihe Bankomaten durch das Land gesprengt, sind extrem viel Überfall. Aber wenn ich dann da ein bisschen laut gehabt vom Staat der Schaffen und dafür wollte ich euch da doch laut persönlich sagen, wir haben hier an der Stadt, und ihr wisst, das ein ganz seriöses Problem. Niveau von der Gare, was Drogenproblematik Sicherheit betrifft. Und ich adressiere mich direkt an ihr, weil die heute 2013 mit großem Massenherz an den Ansatz erkennen schon, wo die demolische Regierung aufgefordert, endlich etwas Niveau von der Sicherheit von der Gare zu machen, die Drogenproblematik zu bekämpfen. Aber ich stelle fest, die sind nur 7 Jahre an der Regierung, 7 Jahre als nichts geschieht, an Situationen als teilweise mehr dramatisch, wie sie damals war, wie die Bürgermeister wird. Und ich hätte mir gewünscht, Herr Bitte, die sind auf viele Plätze gegangen, werde ich appreciieren. Das hätten aber auch ganz viele Leute appreciiert, von dir als Städte, als Bühnenweger, als Nopa von Gera Karchi, vielleicht auch mal ein hier auf Gera gegangen wird. Und ich die Situation auch da selber ein Kaukus, ich bin froh, dass man am Bürgermeister nur gerade an dem bisschen Moment racken. Merci, Madame Bürgermeister, ich wäre gerade auf der Gare gekommen. Herr Bitte, geht doch abhaften, Herr Moser. Ich gehe hier direkt durch. Ich gebe mir just wünschen, denn Herr Premier wäre auch so schnell da, wenn wir von der Gare schwätzen. Herr Premier, ich wollte eigentlich so ein dass ihr an ihrer Riet ganz viele Sachen gesucht habt. Und ich hatte eigentlich echt die Depression, die hätte nicht hätte lieu gemacht. Ganz komplett nicht hätte lieu. Aber die hat echt ein bisschen agiert als Kontabel. Die hat alles abgezählt, was die Regierung so an den letzten Monaten gemacht hat. Die hat mir aber einfach gefehlt an Perspektiven, Herr Staatsminister. Wir sind, wie gesagt, die schöne Führung so an einer Wirtschaftskrise. Wir sind mitten an einer Pandemie, wir sind an einer Klimakrise. Und ich hätte erwartet von einem Staatsminister, dass den hier auf die Rednerbühne kommen und auch klar aussuchen, die merken, was die Regierung an den nächsten Jahren, an den dritten wichtigen Themenbereichen Willens hat. Das ist nicht geschieht und das regrettiere ich. Ich wollte mich aber nur den Morgen hauptsächlich mit dem Thema von der Wirtschaft beschäftigen, respektive mit der Finanzplatz, wird ein ganz, ganz wichtiges Sujet. Und ich wollte mal den Aufhängen mit den Mesuren, die die Regierung geholt hat, am Kader von der Pandemiekrise. Und ich gebe direkt auch sagen, da sind ganz viele gute Mesuren geholt. Ich meine, die Regierung muss sie löwen, wenn sie zu löwen ist.
Da sind noch ganz viele Mesuren, die haben als Unterstützung vom Pferd noch weiter als Unterstützung fanden, dass sowohl was Montan betrifft, die da investiert sind, wie auch was Prozeduren. Ich fand eigentlich, dass da ein ganz korrekt Erbicht gemerkt wird. Leider Gottes, und da sind wir schon ein bisschen bei der Zukunft, als gesagt gehen, dann eine Reihe von den Mesuren, die wir verlängert gehen. Wir sind am Prinzip, Herr Staatsminister, d'accord, dass die Mesuren verlängert sind, werden dort auch mit drohen. Es gibt allerdings eine Reihe von Problemen. Und ich will dich noch einmal, ob die Probleme wirklich auf mich machen. Für alle Recht fehlen noch immer eine ganze Reihe von Betrieben durch die Raster von diesen Mesuren. Und ich habe noch das Gefühl, dass die, die da logisch können, oder die verlängert gehen, dass die noch immer werden, dieselben Probleme mit sich bringen. Ich denke zum Beispiel da an ganz viele Entreprisen, die mehr als 20 Leute ausstellen, die zum Teil nicht an den Genuss von diesen Mesuren kommen. Ich denke aber an eine ganze Reihe von Sektoren, die im Moment noch nicht schrecklich profitiert haben, an den Schwierigsten, den Horeca-Sektor, also geschwärzt, die auch die kleinen Kommerz an der Stadt, und ich schätze an der Präsenz von der Madame Bayermeister, sind nur an den letzten, die ich annonce, kommen, dass 3, 4, 5 Traditionsbetriebe an der Stadt werden an den nächsten Monaten hier deren zumachen. Das soll ihn also nicht ignorieren, und das ist ein Such, die weiter muss hin, und ich werde, dass auch mit den Mesuren, die kommen, geht das rum nicht durch, für den dritten Betriebe alle Guten in der Dern zu greifen. Ich wollte dürfe ich auch sagen, dass ich meine, dass man müsste noch eine Reihe von Niveauen mehr weit gehen. Aber was für ein Mesuren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wirklich gezogen. Die erste Mesure ist die von Moratoire gewischt von den Banken. Und die zweite Mesure, das sind all die nicht remboursable Aide, wo sie so ein Kern nicht nehmen, weil die Stadt Lützburg auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Sie haben ganz viel gemengen. Auch die Responsabilität geholt, für den Entreprisen an schwierigen Zeiten in dem zu greifen. Und ich meine, das verdient auch mal ein paar hier auf hier. Es gibt noch ein paar, die Aiden gehen nicht durch. Wir proposieren, und ich werde auch hier eine Reihe von Motionen, die proposieren für alle Recht die Regierung auffordern, dass sie soll bei den Banken intervenieren, dass die Moratoire für das Remboursement von den Krediten soll, wenn möglich, verlängert gehen. Das ist eine wichtige Mesure. Es sind eine ganze Reihe von Betrieben, die da Probleme noch immer haben. Wir freuen also, dass da die Mesuren verlängert gehen. Eine zweite Mesure, an der ist ganz wichtig, Herr Staatsminister. Ich gebe euch wirklich bitten, da auch mit Ihrem Ersatz als Staatsminister da beizuhelfen. Es geht heute darum, dass der Lobby Moland, ich meine, einzelne Kollegen haben ja doch schon gestern gesagt, verschiedene Administrationen, dass dann aber auch Steuerverwaltung, Registrement, Sécurité sociale, Lobby-Mol, die Leute Rappellen rausgeschickt haben. Rappellen für direkt zu bezahlen. Aber bitte dann an die Herren, wenn da an der Krise da sitzt, die nach Haut am Winnet River ist, für die Rappellen zu kriegen, das kann ich doch nicht akzeptieren. Und ich will hier just ganz kurz aus einem SMS zitieren, den ich kriege, und ich kriege da allen Gute ganz viel von einer Familie, die schreibt, wie schwer das am Moment ist. Das sind kleine Geschäftsleute, Herr Staatsminister. Die schreiben also, es ist kein Einzelfall, sind da ganz viele, die nicht wissen, wie sie das packen sollen. Es ist privat, alles, was möglich wäre, tragisch doch. Man soll bei der Familie gelegt, für es irgendwie zu packen. Wir können immer im etwas, was mit schwer ist, nach weiter positiv für uns. Herr Staatsminister, gehen heute trotz aller Mesuren noch immer ganz viele Betriebe, die nicht wissen, wie sie bis zum Ende vom Mond kommen. Die ganz viele Independenten, die fährten, dass sie müssen an den nächsten Wochen am Mond schlüsseln in der Dierlein. An die Independenten, wie die heute Leute, die schreiben nur noch, dass sie zu zwei 2600 Euro geben verdienen. Ganz viel Independent, ganz viel Betriebe fuhren nicht mal den Ferrari, Herr Premier. Und ich wäre froh, wenn sie wirklich mehr
an den nächsten Moment nach Giffen hei einer Term gegraf kriegen. Wir werden also frohen, dass auch die Mesuren verlängert gehen, an ich deposieren hei auch eine Zweitmotion, wo wir frohen, dass soll ein Plan ausgeschafft gehen, wie die Betriebe, die im Moment an Schwierigkeiten sind, auch ein Remboursement echelonné von den staatlichen Administrationen können kriegen. Weil kann ja nicht sein, dass hei Leute drei, vier Appelle kriegen, und wir müssen einen Betrag von ein paar tausend Euro innerhalb von Erd oder 14 Tagen bezahlen. Das geht nicht, und da seid ihr auch an der Responsabilität. Herr Präsident, ich wollte aber auch über die Mesuren, die noch am Kader von der Krise geholt gehen, die an die richtige Richtung gehen, aber für uns nicht durchgehen, aber auch noch ein Kehr auf den Plan der Relance kommen. Und da muss ich aber einfach sagen, dass das wird annonciert. Aber manifestement nicht durchgeht. Wir haben nicht hören, zum Beispiel, wie das Regierung will die Relation zwischen Ökonomie und Ökologie auf den Weg bringen. Haben wir nicht verstanden. Ich will nicht viele Mesuren hören, außer dass gesagt wird, die Betriebe kriegen Hilfe. Wie geht es mit der Digitalisierung? Vier Runden. Und dann lernt man die Damen und die Herren, wo ist denn Herr Rifkin verschwunden? Ich kann mich erinnern, in Zeiten, als ich an den Vizepremier Etienne Schneider, da hatte man richtig Rifkin-Mania an dem Land. Alles wird müssen Rifkin-konform sein. Wir sind invitiert, die mit tausend Leuten für Gestalt zu kriegen, wie die Wirtschaft an dem Land neu aufgestellt. Leider Gottes als Mann, Herr Schneider, auch Herr Rifkin am Tieran verschwunden. Wir freuen uns, wie will die Regierung an Zukunft mit der Digitalisierung am Herr Rifkin führen gehen. Wir haben nicht ganz viel dazu hören. Ich komme zum Space Mine. Auch ein von den ganz großen Projekten von Herrn Schneider. Seitdem Herr Schneider vor das, von Herrn Feio, hört er sowieso nicht viel, mehr, was die Space Mining betrifft, quasi mal. Gönnäscht. Wie geht man Space Mining 4 gut? Bis nun der Dienst, die Damen und die Herren, wenn er rauskommt, das ist ein Pert von 11 Millionen Euro an der Société Planetary Resources. Das ist bis nun der Dienst konkret, wenn er rauskommt. Dann übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann ich beim Herrn Schneider bin. Ich sage nicht mehr, Herr Schneider geht eine Geschichte an, für den teuersten Minister an irgendeiner Regierung gewirkt zu sein. Planetary Resources, 11 Millionen. Join, 120 Millionen. Und auch noch der Satellit dabei für das ganze Kränen. Das wird noch 140 Millionen sein. Das heißt, den Herr Schneider hat uns praktisch 300 Millionen gekostet. Ich hätte auch mal gerne ein Kreppes, Herr Staatsminister, von ihr darüber hören. Da ist bis jetzt nicht ganz viel geschieht. Ich wollte dann noch einen anderen wesentlichen Punkt angehen, wenn wir von Wirtschaft schwätzen, dass die der Politik Industriepolitik. Ich freue mich, und es sind noch eher Rät, nicht mehr gescheit gehen, hat die Regierung überhaupt eine Industriepolitik? Hat die eine, oder ist es nicht, wie verschiedene Leute auch an den Medien gesagt haben, dass eigentlich die Regierung überhaupt keine Industrialisierungspolitik mehr will? Und ich komme trotzdem doch nicht allein, nach einem Kopf den Dossier frei anzugehen. Den Dossier frei, liebe Kollegen, das ist ein Blamage für Lützburg. Das ist ein Blamage für Lützburg. Auch da draußen. Das ist aber auch ein Trauerspiel. Wenn ich gucke, wer du über die letzte Meinung gelaufen hast. Und die hat gestern einzelne Redner, Herr Baum, wo gesagt, CSV wäre sich nicht immer eins. Aber wenn man den Dossier frei guckt, wie du wär überhaupt kein sich eins. Madame Luchschi, eine sympathische Person, die hat hier an der Chambre für frei plädiert. Dann hat man will auf Betenburg gefahren und da wird Josef immer dagegen. Denn den Herr Gras, ein Liberalen für Schrott und Korn, den er nicht mehr viel findet, den sich permanent immer für die Betriebe ersetzt. Herr Mosser, Madame Lorsche, Fred Furt, für Personal. Herr Gras, darf fertig. Mal, lass mich dann Herr Gras fertig machen. Nicht fertig, weil Herr Gras ist mal ganz sympathisch. Nein, wenn denn Herr Gras zu Wetenburg aufkommt als man Zug, dann wird der Bus die ein bisschen dagegen. Ich muss einfach sagen, ich weiß nicht,
war das eigentlich Position von der Regierung? Das ist mein guter Freund, Herr Biancalerne. Der war vier Freie. Den Herr Gras hat an der Stadt dafür, zu Peterburg da geht, Madame Lorsche hat dafür, zu Peterburg da geht. Ich weiß noch einmal nicht, wer die Position ist. Und da will ich gut nicht, die dann an die Herren. Lass mich aber vielleicht ausschwätzen. Da weiß ich noch einmal nicht, wer die Position von der Regierung ist. Also ich will Madame Diesburg hören, ich will den Herrn Schneider hören, ich will den Herrn Schneider gesehen an einem Video, wo sie über Karol abgeregt hat. Wo lief Kollegen auch von der Regierung, wer ihre Position am Dossier feiert? Wo lief Kollegen, wer hat eine Unitärposition von dieser Regierung. Hei als ein Blamage an den Hummer, Herr Präsident. Als, wenn ich dann lo lesen, an zumindest zu ihr dann ein Reihe von Kollegen, hei gewissen Absehen, sie sagen, du hast viel falsch gelernt, wir müssen das besser machen. Die Regierung, also lo auf einen guten Weg, auf Majorität, ich habe gesehen, dass sie wollen, lo eine Prozedur ersetzen, die wir natürlich begrüßen, für dass in Zukunft die Prozeduren sind. Ich stelle just vor, und das ist eine Frage, die ich auch von den Staatsminister stelle. Für was haben wir, die Regierung, 7 Jahre gewährt? 7 Jahre gewährt, für so eine Prozedur en place zu setzen. Das muss ich mir aber mal erklären, das hätten wir schon viel mehr lernen können. Ich wollte aber, weil die Zeit mal so fortläuft, noch ein paar verschiedene Fragen stellen, die, wie gesagt, nicht beantwortet sind. Und ich wollte dann eine Motion deposieren, zum Beispiel die Recherche und Innovation, als wesentlich, auch im Kontext von der Ökologie, von der Ökonomie. Und ich will einfach sagen, ich gesehen, da wirklich nicht genug Erfahrungen, die von der Regierung gemerkt sind. Da müsst viel mehr die Recherche und die Innovation unterstützt werden. Da gibt es eine sogenannte Patentbox. Für die Leute, die sich dafür interessieren, die wissen, dass 2016 ein Gesetz gestimmt hat. Demals hat die Regierung alles versprach, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Patentbox GIF reformiert wird. Bis los nicht geschieht. Wir werden als Lützeburg zum Beispiel nicht bei den europäischen Projekten dabei über Batterien, über Wasserstoff. Der Turm ist den leider nicht heuer. Es hat sich während mehrerer Jahre gewirrt, dass auch Wasserstoff an dem Land soll ein Materie gehen, die unterstützt wird. Ich wäre froh, für auch darüber vom Staatsminister Herr No eine Reihe Antworten zu kriegen. Herr Präsident, ich komme zu der Finanzplatz, wo ich froh bin, Herr Staatsminister, dass ich auch lange mit der Finanzplatz beschäftigt habe. Finanzplatz als wichtig, ich bin auch froh über die Wieder von Herrn Bauler. Gestern ohne Finanzplatz, und ich meine, dass das ein paar Mal gesagt ging, die für mich wahrscheinlich noch viel mehr schlecht durchstehen, wie der Fall ist. Ich will da noch ein paar sagen, nicht an l'attention von den Kollegen, die hier jetzt und hier an der Mitte sitzen, meist von den Kollegen, die ein bisschen mit den Händen sitzen, weil ich heute die Impression habe, dass für sich geht Finanzplatz permanent schlecht zu reden. Ich will hier schon so ein Kollegen. Wo gibt das Land am Moment stehen, wenn wir nicht die Finanzplatz hätten? Wo giffen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Revenuen herkommen? Der ist hat Fiskalen, wann nicht, und ich will da ein auf Vergangenheit auch gucken, auf Regierungen, die von der CSV, von Jean-Claude Juncker, von Luc Frieden, wird da alles über Jahre gemerkt, als für die Finanzplätze auch zu konsolidieren, das als extrem wichtig, und ich begrüße dafür auch die Aussagen gemacht. Ich mache mal ein bisschen Sorgen. Was Herr Gramin ja auch gemäht hat, wie die Reputation von der Finanzplatz zu verbessern. Alle Maßnahmen übrigens, die mir abgedrohen haben, weil den Herr Gramin ja hat gestern eine Allusion gemacht, weil er nicht die Attention von der CSV war, dass wir da nicht alles abgedrohen haben, all die Mesuren abgedrohen haben. Wir werden es auch weitermachen. Und ich will aber da auf einen Punkt zurückkommen, den man aufhängt, ein bisschen Sorgen zu machen. Ich meine, es ist nicht den Einzigen, dem das Problem suchen möchte, wann ich will den Finanzplatz haben, die funktioniert, also natürlich wichtig, dass er noch eine Regulation hat, die irgendwie nach von den Banken auch von den Instituten zu gerieren. Also, wenn ich aber gucke, was wir an der letzten Woche davon Direktiven gekriegt haben, die Kollegen aus der Finanzkommission wissen nicht, dass wir dort letztlich kein Direktiv hatten, da war das Projekt de loi so dick, dass ich mir keine Map von tun für das Projekt da dran zu kriegen. Da stelle ich mich aber wirklich froh, ob man nicht am Gange sind, auch um europäischen Niveau
komplett sie verdreifen. An ich mengen irgendwie mit allem Respekt von Mesuren, die da geholgen an die auch richtig sind, nicht einmal die von der Bank nehmen, muss man aber aufpassen. Ganz besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen, an einer Zeit, wo man mit einem englischen Freund werden eine große Konkurrenz kriegen, wenn es zu einem harten Brexit kommt, wie es da mit der Finanzplatz hier geht, und dann dürfen wir uns nicht selber Prozeduren gehen, wo wir hier noch nicht mehr rauskommen. Und da will ich auch etwas sagen über eine Reihe von Umsetzungen von Direktiven. Bislang war es immer so, und das war eine generelle Politik, dass immer direktiv, reinklar direktiv, umgesetzt ging. An der letzten Moment hat das geändert, und da wird eine sogenannte Goldplate gemacht, das heißt, die Regierung lädt nach so viel Druck, wann sie die Direktiven da transposiert. Das wird dazu gefordert. Und das dreht nicht, Herr Baum, zu der guten Reputation von der Finanzplatz, weil wir an einzelnen Affären für in der Kur verklot gesehen. Ich soll Arre Berlioz, ich soll Arre Shakira. Mir sie verklot gehen, weil man die Direktiven nicht richtig umgesetzt hat. Aber weil man über die Direktiven weggegangen sind. Und das ist alles nicht gut. Und ich gebe dafür auch und den Herr Premier den Appell richten, dass man vielleicht hier auf einen nuancierten Standpunkt zurückkommen an die Direktiven so umsetzen, wie man sie vorgelöst kriegt, und nicht nach etwas drauflegen. Ich will dann auch nach dazu ein Wort so, weil ich ja dann natürlich werde, wenn der Finanzminister hier wäre, tief geantwortet kriegen, aber ja, wir müssen aufpassen, weil wir haben eine Kontrolle vom GAF. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen uns auch sorgen über die Kontrolle vom GAF. Es ist ein schönes Problem vom GAF, wird nicht Sinn, dass wir hier internationale Regeln nicht richtig transposiert haben. Das Problem vom GAF wird Sinn, dass man den nicht implementiert hat. Das heißt, dass es leider Gottes. Und ich habe schon ein paar Mal auf dieser Tribüne gesagt. Es muss noch nicht zu einer Kondamnation von Blanchiment an einer größeren Affäre an dem Land kommen. Also ich gehe just das Beispiel von dem malaysischen Fonds, wo auch eine Bank aus Lützburg voll mit dran hängt. Da sind nicht überall Kondamnationen. Auf der ganzen Welt, just zu Lützburg, weiß ich mir nicht, ob da schon eine Inkulpation lanciert. Das ist also nicht ein Reproche und eine Regierung. Es ist just, das sind die Sachen, die als Werten wehtun, auch am Kontroll von Gaffi. Und da will ich noch einmal die Aufforderung und der Premier merken, dass denn da am Niveau von der PG, vom Parc Économique, auch die Leute zur Verfügung stellt, dass die Dossiers können in Zukunft anständig instruiert gehen, für das wir eine gute Zensur auch da werden kriegen. Herr Präsident, es bleibt also nach Münches zu merken, dass vieles hier gesucht geht. Wir wären allerdings auch froh, wenn wir mehr geben heute vom Staatsminister hören. Ich habe hier drin über ein Dossier falsch geschwert, den wirklich nicht gut für das Land ist. Ich habe mal vom Kapitän von einer Equipe an, ich sehe ich, Herr Premier, als ein Kapitän, dass, wenn die Spieler sich im Terrain nicht eins sind, dass dann noch einmal der Kapitän angreift. Er sieht, wo es lang geht. Und ich gehe wirklich damit den Willen hier einen Appell nicht richten. Wir haben nur noch einen Kuchen am Gewehr. Das ist Google. Wir sollen wirklich alles machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir den Dossier nicht an den Sand setzen. Weil wenn wir den auch daneben setzen, das wäre eine Katastrophe für das Land und für die Wirtschaft von diesem Land. Das so ist hier klar und deutlich. Und dafür gebe ich vielleicht einen Appell, mein Herr Staatsminister. Wie das ich es so stark apprezieren an Ihre Kompetenzen kennen, ist in der Meinung an so einem wichtigen Dossier. Den muss der Staatsminister zur Chefsache machen. Den dürfen nicht anderen Ministern überlassen, weil hier haben wir en a plus droit à l'erreur, ist so in der, weil ich auch überall hören, wie am Moment Stimmung da draußen. Als du für noch ein Kehr, wann ich geliebt am Interesse vom Land, kümmere dich selber um den Dossier, dass wir den wenigstens mal zurücksehen. Aufschließen, weil es so nicht, sonst geht es zappendüster hier an dem Land um Niveau von der Wirtschaft an. Unerschätzt hat, wann ich geliebt nicht. Ich wollte dann aber auch noch
ganz zum Schluss ein paar persönliche Federnränker und den Staatsminister richten. Herr Staatsminister, ihr habt, wie gesagt, ganz viel gesagt. Ich schon aber etwas noch immer nicht verstanden, und ihr könnt mir das dafür noch erklären. Für was steht eigentlich das Regierung nach, außer für das Koalitionsprogramm? Außer für das Koalitionsprogramm. Gib mich wirklich, und ich meine auch andere Kollegen, ein Kehr interessieren. Und ich habe vier auch gesagt, auch bei der Finanzplatz. Ich habe gestern zum Beispiel ganz divergent Meinungen hören, über Sachen, die extrem wichtig sind, auch für den Finanzplatz. Gestern die Finanztransaktionssteuer. Herr Mosser, aber den Herr Baum ist ein vorstellt. Den Herr Baum kann man immer einstellen. Herr Mosser, da bin ich ganz froh. Ich wollte schon nicht am Redefluss in der Brieschen, aber ich wollte fragen, ob dir wirklich schmeckt. Nur den apokalyptischen Bilder, die da gemalt hat, von den Looten, die von ausgehen, wo Google nicht hingegeben kommen, ob die Zukunft von Lützeburg wirklich ausschließlich auf Google hängt. Das ist mich froh. Nein, wenn er mal gut nachgelauscht hat, Herr Baumutter, höre, werde ich für drin alles heute developiert tun, wo ich meine, dass Defizite sind, aber wo man unbedingt etwas müssen machen. Ich wollte aber, wenn er mich ausschwätzen lässt, nach ein paar auf meine Konklusion, als ich zurückkomme, eigentlich nach ein paar frohen, für was das Regierung steht. Dann, die große Priorität, die eigentlich das Regierung schon 2013 und auch 2018 gesagt hat, das war die von der Transparenz. Wir lassen Trollhäden rauf, geht gelüft, geht gestöpst. Ich gesehen, und ich habe da wirklich ein Beispiel, das man lohnt auch immer um Monat. Das von den MOU. Wo man, und ich will dazu eine Reihe von Kollegen von der Majorität mal dran, wo das Haus mindlang gekämpft wird, für da eine Transparenz endlich. Sie kriegen da zumindest den ersten Pouvoir am Land, da Informationen kriegt. Das ist euch endlich gelungen. Ist doch nicht einfach, ich fand nicht noch mehr, dass die Transparenz nicht auch par rapport zu der Société Civile muss spielen. Ich meine, wir leben heute in einer Gesellschaft, da haben wir schon recht, gewohnt zu gehen, was geplant ist, aber wenn die Regierung ein Projekt hat, da sollen sie auch so ein was da wollen sie. Und dafür sind wirklich auf den dritten Punkt extrem enttäuscht, Herr Kersch, dass da von dieser Regierung nicht mehr kommen. Ich habe nicht viel darüber gesagt, ich fand doch wirklich nicht gut, wie wir am Moment um Niveau von der Digitalisierung vier Uhr kommen, da verdenkt er ein Deck, das Niveau Klimapolitik auch schon gesagt gehen. Ich fand, dass da wirklich nicht viel geschieht. Also ich habe heute so die Impression, Herr Staatsminister, wenn ich hier an der Equipe gucke, das ist so ein bisschen wie auf der Titanic. Titanic hat im Moment ein Eisbisch gesehen. Ich gebe einfach so den Eisbisch hei, der das Logement, der das Klima natürlich, das als auch Finanzpolitik an den nächsten Jahren, den Eisbisch, den als Firunisch, der sitzt um Steuer von der Titanic, der feiert Firun, der klappt ihm dem anderen auf die Schelle, der sieht selber zufrieden über das, wer da macht, und der vergisst, leben Herr Büttel, die großen Herausforderungen von diesem Land, von dieser Zeit. Ich gebe euch einfach so ein, an der Einkehr, Herr Staatsminister, kommt raus aus Ihrer Komfortzone, kommt raus. Wir haben wichtige Herausforderungen, die wir müssen gemeinsam stemmen. Und das geht nicht mehr, wenn wir ein Premier haben, der permanent an Bord vom Schiff ist. So nicht, merci. Merci vielmals, Herr Mosser. Lasst den Agenturen Redner als den Honorablen Herr Reu-Reding